Mit dem Einstieg in die Videospielbranche Anfang des Jahrtausends investierte Microsoft nicht nur in die erste Xbox, sondern auch in den Aufbau einer eigenen Studiofamilie. Hieß die Abteilung zunächst Microsoft Games, folgte 2001 eine Umbenennung in Microsoft Game Studios und ab 2011 nur noch Microsoft Studios. Seit März 2020 wird der First-Party-Verbund als Xbox Game Studios bezeichnet. Als Chef der Sparte fungiert weiterhin Phil Spencer, während sich die Riege durch Zukäufe in den letzten Jahren immer weiter vergrößerte. Zuletzt stieß mit der Übernahme von ZeniMax Media gleich eine ganze Studio-Familie zum Team Xbox. Wir stellen euch die Xbox Game Studios in diesem Video in alphabetischer Reihenfolge und regional geordnet vor. Nachdem Microsoft den Wunsch von Bungie nach Unabhängigkeit respektierte und die Halo-Erfinder ziehen ließ, gründete man im Jahr 2007 343 Industries. Das neue Studio, das mit knapp 500 Mitarbeitern über enorm viel Manpower verfügt, sollte in Bungies Fußstapfen treten und sich fortan um die wohl wichtigste Spielemarke der Xbox kümmern. Erste Erfahrungen sammelte man mit der Neuveröffentlichung von Halo Combat Evolved auf der Xbox 360, bevor man mit Halo 4 erstmals auf eigenen, aber etwas zittrigen Beinen stand. Es folgten Ableger wie Halo Wars oder der Spielhallenautomat Halo Fireteam Raven. Mit Halo The Master Chief Collection widmete man sich außerdem wieder den Anfängen der Reihe und werkelte gleichzeitig an der Fortsetzung Halo 5 Guardians, dem bislang letzten Teil. Nach einer missglückten Präsentation im Sommer wurde das als Series X Startspiel angelegte Halo Infinite übrigens aufs nächste Jahr verschoben, um der Kritik an der Kulisse gerecht zu werden und den letzten Feinschliff anzulegen. Im Jahr 2001 verpasste das damals eigenständige Bethesda seinen Teams eine neue Struktur. Bethesda Softworks kümmerte sich fortan ums Publishing und die neu gegründeten Bethesda Game Studios, etwa um die Entwicklung von Fallout 3 oder The Elder Scrolls 3 Morrowind. Nach dem Fehlstart von Fallout 76 ist die Fangemeinde aber etwas skeptischer bezüglich kommender Projekte wie The Elder Scrolls 6 oder dem offenen Weltraumrollenspiel Starfield geworden. Charakterkopf und Executive Producer Todd Howard räumte später auch ein, dass der fehlerhafte Online-Titel den Ruf deutlich beschädigt habe. Howard wurde übrigens bereits schon 1994 von Bethesda als Producer rekrutiert, für frühe Titel wie zum Beispiel den Shooter The Terminator Future Shock oder The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Um mehr Plattformen und auch mobile Systeme bedienen zu können, existieren neben der Zentrale in Rockville, Maryland, gleich zwei Satellitenstudios in Texas und eins in Montreal. Mit insgesamt 400 Mitarbeitern im Juli 2018. Das Studio des LucasArts-Veteranen Tim Schafer gehört seit 2018 ebenfalls zu den Xbox Game Studios, doch gegründet wurde Double Fine Productions bereits im Jahr 2000. Mit Spielen wie Psychonauts oder Brutal Legend avancierte man zwar zu Kritikerlieblingen, konnte aber keine kommerziellen Erfolge feiern. Dennoch war man eines der ersten Studios, das sich per Kickstarter finanzierte und für das klassische Adventure Broken Age im Jahr 2012 auch gleich 3 Millionen Dollar einsammeln konnte. Gleichzeitig etablierte man sich als Publisher für Indie-Spiele und griff kleineren Studios unter die Arme. Im Laufe der Jahre sicherte man sich außerdem die Rechte an klassischen LucasArts Adventures und produzierte Neuauflagen von Klassikern wie Grim Fandango oder Day of the Tentacle. Schon vor der Übernahme durch Microsoft begann man die Entwicklung von Psychonauts 2, die auch unter Microsoft fortgesetzt wird. Laut Schafer soll Double Fine auch innerhalb der Xbox Game Studios weiter an experimentellen Spielkonzepten arbeiten und erhofft sich auch durch den Abo-Service Game Pass eine größere Aufmerksamkeit für diese Titel. Das 1991 gegründete legendäre Shooter-Studio id Software kam durch die ZeniMax-Übernahme in die Familie der Xbox Game Studios und ist natürlich hauptsächlich für die Ego-Shooter-Grundsteine Doom, Quake oder Wolfenstein 3D bekannt. Auch in jüngerer Zeit unterstrich man seine Ballerkompetenz spektakulär mit dem Doom-Reboot von 2016 sowie Doom Eternal. Nach ersten Gehversuchen mit dem Shareware-Plattformer Commander Keen in den frühen 90ern befeuerten die flüssig animierten 3D-Spiele von id ab 1992 den Siegeszug des PCs als Spieleplattform in den 90ern. Selbst wenn es sich bei dem Studio in Richardson, Texas zu Beginn nur um eine Handvoll Entwickler, um John Carmack und John Romero handelte. Carmack selbst überwarf sich zwar nach einem Rechtsstreit mit ZeniMax, denkt aber nach der Microsoft-Übernahme offen über eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte nach.
In Ixhal Entertainment wurde 2002 vom einstigen Interplay-Mitbegründer Brian Fargo im kalifornischen Newport Beach gegründet und spezialisierte sich auf Rollenspiele. Sowohl für Wasteland 2 als auch Tides of Numeria sicherte man sich die finanzielle Unterstützung durch enorm erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen. 2018 gab Microsoft die Übernahme des Studios mit seinen etwa 70 Mitarbeitern bekannt. Kurz danach versicherte Brian Fargo, dass sich bis auf den zukünftigen Wegfall der Schwarmfinanzierung nicht viel verändern würde. Und so lieferte man wie geplant zuletzt Wasteland 3 aus. Neben dem VR-Shooter Frostpoint Proving Grounds, der noch in diesem Jahr erscheinen soll, arbeitet InXile Entertainment laut Fargo an zwei noch nicht angekündigten Rollenspielprojekten, die sich aber noch im Anfangsstadium befinden. Durch die Übernahme von Obsidian Entertainment sicherte sich Microsoft im Jahr 2018 ein weiteres Studio, das mit seinen etwa 200 Beschäftigten über enorme Expertise bei Rollenspielen verfügt. Gegründet wurde es 2003 im kalifornischen Irvine von Veteranen der zuvor geschlossenen Black Isle Studios. Zunächst machte man sich vor allem mit Auftragsarbeiten rund um namhafte Lizenzeneinnahmen. Dazu gehören unter anderem Knights of the Old Republic 2 und Neverwinter Nights 2 sowie Fallout New Vegas und später auch das abgedrehte South Park The Stick of Truth. Für einige Projekte wie das ISO-Rollenspiel Pillars of Eternity setzte man auf Kickstarter und konzentrierte sich nach dem Erfolg fortan stärker auf eigene Marken. Darunter auch das zuletzt veröffentlichte Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds. Das für Obsidian eher ungewöhnliche Survival-Spiel Grounded befindet sich derzeit noch im Early Access. Im Rahmen des Xbox Showcase gab es außerdem einen kurzen Einblick in das aktuelle Rollenspielprojekt Avowed, das wieder ein Fantasy-Szenario bieten wird. Turn 10 zählte neben Bungie zu den ersten Studios von Microsoft und befindet sich direkt am Hauptsitz in Redmond. Seit Beginn widmet sich das Team ausschließlich dem Thema Motorsport. Genauer, Forza Motorsport. Der erste Teil der Reihe erschien 2005 zum Ende des kurzen Lebenszyklus der ersten Xbox, konnte sich dabei aber gleich als ernsthafte Konkurrenz gegenüber der übermächtigen PlayStation-Marke Gran Turismo etablieren. In den folgenden Jahren gelang es sogar durch kontinuierliche Weiterentwicklung bei der hauseigenen Engine und beliebten Community-Features, das große Vorbild zu überholen. Mittlerweile umfasst das Studio etwa 100 Vollzeitangestellte, darunter auch ehemalige Entwickler von Bizarre Creations. Seit Bestehen hat man 7 Teile der Hauptreihe abgeliefert und damit den früher gestarteten PlayStation-Konkurrenten Polyphony Digital bei der Anzahl an Spielen überholt. Zudem griff man auch Playground Games bei den erfolgreichen Ablegern Forza Horizon unter die Arme. Derzeit arbeitet Turn 10 aktuell an einem Reboot von Forza Motorsport, das bisher lediglich in einem Trailer enthüllt wurde und sich nach letzten Informationen noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befinden soll. Passend zum Namen fokussiert sich Undead Labs seit seiner Gründung im Jahr 2009 auf den Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse. 2003 startete die Reihe State of Decay noch auf der 360, gefolgt von State of Decay 2, das 2018 erschien. Im gleichen Jahr erfolgte die Übernahme durch Microsoft. Praktisch, da Undead Labs mit seinem Sitz in Seattle schon beim gewählten Standort die Nähe zu Redmond suchte. Mit der kürzlich erfolgten Ankündigung von State of Decay 3 wird deutlich, dass sich das Studio mit seiner Belegschaft von etwa 60 Mitarbeitern auch in Zukunft weiter den Zombies verschreiben wird. Bei den 2007 gegründeten ZeniMax Online Studios handelt es sich um die MMO-Sparte des Publishers. In Hunt Valley arbeiteten im Jahr 2012 bereits 250 Mitarbeiter an The Elder Scrolls Online für zahlreiche Plattformen, dessen Tamriel mit 23 großen und kleinen Erweiterungen und Updates nach und nach erweitert wurde und heute weite Teile der gigantischen Rollenspielwelt inklusive Vardenfell und Somerset umfasst. ZeniMax Online war aber auch an Fallout 76 beteiligt. Ähnlich wie 343 Industries und Turn 10 konzentriert sich auch das 2010 noch unter dem Namen Zipline Studios gegründete Team von The Coalition auf eine einzige Marke: Gears of War. Entstanden die ersten Teile der bombastischen Deckungs-Action noch bei Epic, übernahm Microsoft im Jahr 2014 die Markenrechte und kümmerte sich fortan selbst um die Weiterentwicklung. The Coalition tastete sich mit der Neuauflage Gears of War Ultimate Edition langsam an die Marke heran, bevor man 2016 mit Gears of War 4 und zuletzt im Jahr 2019 mit Gears 5 die Reihe mit bewährten Tugenden und neuen Hauptfiguren erfolgreich fortsetzte. Es gibt zwar noch keine konkreten Angaben, woran das Studio mit seinen mehr als 200 Mitarbeitern aktuell arbeitet, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich um ein neues Spiel im Universum von Gears of War handeln dürfte.
Die französischen Arkane Studios, ebenfalls seit der ZeniMax-Übernahme im Xbox Game Studios Lineup, sind vor allem für ihre retrofuturistische Schleichserie Dishonored bekannt. Auch das Reboot des Sci-Fi-Shooters Prey konnte 2017 zahlreiche Kritiker überzeugen. Das Studio wurde aber schon 1999 gegründet und 3 Jahre später debütierte man mit dem finsteren Action-Rollenspiel Arx Fatalis. Nach eingestellten Projekten und gelegentlichen Kooperationen mit Publishern wie Ubisoft oder 2K wurde Arkane 2010 von Bethesda übernommen. Als nächstes Projekt ist der Shooter Deathloop in Arbeit, der aufgrund älterer Verträge 1 Jahr lang exklusiv für PS5 und PC erhältlich sein wird. Nachdem Machine Games 2009 von ehemaligen Starbreeze-Entwicklern gegründet wurde, erfolgte 1 Jahr später bereits die Übernahme des im schwedischen Uppsala angesiedelten Studios durch ZeniMax Media und kam im Rahmen der Übernahme durch Microsoft ins Aufgebot der Xbox Game Studios. Bisher hat sich das Team auf die Marke Wolfenstein konzentriert und nach dem Debüt mit Wolfenstein The New Order noch die Standalone-Erweiterung The Old Blood nachgeschoben, sowie eine Fortsetzung mit dem Untertitel The New Colossus veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit Arkane entstand außerdem der VR-Ableger Cyberpilot und das auf Koop-Action ausgelegte Youngblood. Mit der Übernahme von Mojang sicherte sich Microsoft im Jahr 2014 mit Minecraft das bis heute meistverkaufte Videospiel der Welt. Gleichzeitig stellte man unter Beweis, dass die anfängliche Skepsis über mögliche Vernachlässigung oder gar Einstellung des Klötzchenbaus auf Konkurrenzplattformen unbegründet waren. Trotz der Übernahme erfolgten zusätzlich noch Umsetzungen des bis heute populären Sandbox-Spiels. Zudem werden noch immer Updates und Weiterentwicklungen ausgeliefert. Zuletzt eine Raytracing-Variante auf dem PC sowie VR-Unterstützung für die PS4-Version. In Zukunft kann man davon ausgehen, dass sich Mojang mit seinen etwa 70 Mitarbeitern im schwedischen Stockholm weiter um Weiterentwicklungen von Minecraft auf allen erdenklichen Plattformen kümmern wird. Ninja Theory existiert bereits seit mittlerweile 20 Jahren und hat sich vor allem mit kampflastigen Abenteuern wie Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West oder dem Devil May Cry Reboot DMC einen Namen gemacht. Dabei zeichnen sich die Werke des Studios nicht nur durch ihre Kampfsysteme, sondern auch den Fokus auf die Geschichte und ihre Inszenierung aus. Mit Hellblade: Senua's Sacrifice thematisierte man zudem psychische Erkrankungen in Form einer außergewöhnlichen Spielererfahrung. 2018 übernahm Microsoft das im britischen Cambridge ansässige Studio mit seinen etwa 100 Mitarbeitern. Derzeit konzentriert man sich auf Senua's Saga Hellblade 2. Darüber hinaus hat Ninja Theory das Project Mara vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen experimentellen Titel, mit dem man basierend auf realen Erfahrungen und Forschungsergebnissen den Horror im eigenen Verstand so real wie möglich abbilden möchte. Schon seit seiner Gründung im Jahr 2010 agierte Playground Games wie ein First-Party-Studio von Microsoft. Mit der Reihe Forza Horizon produzierte man die Spaßableger von Forza Motorsport in enger Zusammenarbeit mit Turn 10 und tauschte sogar zentrale Technologien untereinander aus. Im Jahr 2018 wurde es nach den 3 erfolgreichen Teilen und damit noch vor der Veröffentlichung von Forza Horizon 4 offiziell. Das Studio im britischen Leamington Spa mit seinen etwa 200 Mitarbeitern wurde in die Familie der Xbox Game Studios aufgenommen und gehörte fortan zu Microsoft. Bereits Anfang 2018 verdichteten sich die Anzeichen, wonach Playground Games ein zweites Team für die Entwicklung eines Rollenspiels aufbauen würde. Beim Xbox Showcase im Juli 2020 wurde bestätigt, dass es sich dabei um ein Reboot von Fable handelt. Rare Software brachte man lange Zeit vor allem mit einem Namen in Verbindung: Nintendo. Zwar lieferte das britische Studio seit seiner Gründung im Jahr 1985 viele Auftragsarbeiten für verschiedene Publisher ab, spezialisierte sich aber schnell auf Konsolen von Nintendo und ging 1992 schließlich eine enge Partnerschaft mit den Japanern ein. Dabei überzeugte Rare sowohl mit ausgefallenen Spielideen als auch technischer Expertise, was sich in Hits wie Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie oder GoldenEye 007 widerspiegelte. 2002 übernahm Microsoft das Studio für $375 Millionen und unter der Microsoft-Flagge erblickten neben dem viel kritisierten Grabbed by the Ghoulies nicht nur das Langzeitprojekt Cameo Elements of Power das Licht der Welt, sondern mit Neuauflagen wie Conker Live and Reloaded oder Rare Replay ließ man auch die ruhmreiche Vergangenheit wieder aufleben. Projekte wie Kinect Sports wurden jedoch als Indiz dafür gedeutet, wonach der Stern von Rare unter der Microsoft-Herrschaft zum Untergang verdammt sei. Hinzu kam, dass im Laufe der Zeit zahlreiche Führungspersonen und kreative Köpfe schon die Segel gestrichen hatten. Allen Unkenrufen zum Trotz hat Rare mit Sea of Thieves nach anfänglichen Startschwierigkeiten aber doch noch einen Hit gelandet,
wobei sich für den Erfolg neben zahlreichen Updates ohne Zweifel auch die Veröffentlichung im Game Pass als hilfreich erwies. Nachdem man 2020 den Battletoads zu einem Comeback verhalf, arbeitet das Studio aktuell am vielversprechenden Action-Adventure Everwild, in dem man eine magische Welt erkundet. Details sind aber noch nicht bekannt. Gegründet vom Capcom-Urgestein Shinji Mikami, wurde Tango Gameworks bereits 7 Monate nach der Gründung von ZeniMax Media im Oktober 2010 übernommen, weil das Studio bereits früh mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Dabei blieb der Schöpfer von Resident Evil seinen Wurzeln treu und lieferte mit The Evil Within sowie dessen Nachfolger klassischen Survival-Horror ab, bei dem man zahlreiche Parallelen zu seinen früheren Werken erkennen konnte. Aktuell arbeitet das Team an dem übernatürlichen Action-Adventure Ghostwire Tokyo, das auf der E3 2019 angekündigt wurde. Ursprünglich war bei den anvisierten Plattformen bisher nur vom PC und der PS5 die Rede und Xbox-Chef Phil Spencer hat auch bereits eingeräumt, dass bereits abgeschlossene Exklusivdeals trotz der Übernahme weiter Bestand haben werden.